Und damit willkommen zurück. Ja, ihr Lieben, wir sind wieder hier. Wir haben diese dämlichen Plattformen in Gang gesetzt. Mir graut es jetzt schon davor, aber wir müssen den Schlüssel holen und es hilft ja nichts. Also ein beherzter Sprung und auf ins Abenteuer, wie immer. Ah, auf ins Abenteuer ist immer so eine Sache, ja. Wo müssen wir denn dann hin? Theoretisch muss ich dahinter, aber da ist auch noch ganz viel. Oder? Nö, eigentlich nicht. Da waren wir ja. Da geht's ja gar nicht hin. Nein, stimmt. Da waren wir ja schon überall. Juhu! Nein, diesen roten Kristall da unten, das ist eine Falle. Den können wir doch nie im Leben bekommen. Ja, ich war halt etwas desorientiert. Da müssen wir nicht hin. Wir müssen wirklich über die Plattformen. Ja gut, der eine grüne Mutpunkt da hinten, aber nein, wir müssen über diese Plattformen darüber. Ja, man kann hier schnell die Orientierung verlieren. Man guckt nach da und denkt, da muss man hin. Aber eigentlich müssen wir da oben drauf. Komme ich da oben drauf mit dem Seil? So komme ich nicht an das Seil. Ich muss also doch noch auf die andere Plattform. Ja, das kann sich jetzt nur noch um Stunden handeln, ihr Lieben. Aber was soll's. Gut, auf diese hier geht ja schon ganz einfach. Aber jetzt auf die. Ah, wieso nimmt er denn die Sprungtaste nicht, wenn ich sie drücke? Das ist auch gemein. Mann, Mann, Mann. So, sind das eigentlich so eine Seile, die sich dann in Wohlgefallen auflösen, wenn man lang genug dran hing? Oh, Bilbo. Halt dich ja gut fest, mein Kleiner. Was ist denn hier? Wieso verzieht der so? Mano, statt richtig zu hüpfen, verzieht der gerade total. Gut. Versuchen wir das mal mit etwas mehr Ruhe. Nicht ganz so hektisch, bitte. Ja, mal das Mikrofon, das Kopfhörerkabel ein bisschen weglegen. Damit die Maus nicht so aneckt. Und dann so, einmal auf die. Wo treffen die sich? Dann fahren wir halt dreimal hin und her. So, jetzt sind wir auf der. Von der aus könnten wir einmal noch wieder zurück runter. Für den grünen Kristall dort. Mutpunkt. Aber, ja, von der aus könnten wir auch da hoch an diese Diamanten und das will ich eigentlich. Das will ich. Und das versuche ich auch. So. Ach Mensch, die drehen irgendwie komisch ab. Wenn man das einmal angepeilt hat, dann die flutschte gerade ein bisschen seitlich noch weg. Da will ich drauf. Ja, und Bilbo springt auch nicht wirklich geradeaus, wie ihr seht. Gut. Irgendwann gehen mir hier die Möglichkeiten zum Kommentieren aus. Dann werde ich hier schweigend und total verbissen das Ganze versuchen. Ich kenne mich doch. Ja, seht ihr das? Die dreht dran vorbei. Ah, wieso war denn die jetzt schneller weg? Als das letzte Mal. Ich dachte gerade, die machen das immer gleich. Sind die nicht so getimed? Treffen die sich immer mal unterschiedlich? Das ist natürlich dann noch gemeiner. Jetzt dreht sie dran weg. Von der auf die, das ist dann wieder okay, denke ich. Ja, jetzt ist sie schneller weg. Das ist ja doof. So. Und können wir jetzt... Ach, Bilbo! An das Seil. Wieso hältst denn du dich nicht dran fest? Und wieso kriegst du immer noch mal so einen Schlenkrig in der Luft? Von was Festem auf eine bewegliche Platte ist okay, aber dann wird's schwierig. Brauchen wir die zwei Diamanten? Das ist dann die andere Frage. So, beim dritten hatte ich das, ne? Jetzt... Der kriegt da einen Schlenkrig und dreht sich weg.
Was soll denn das? Ist das nicht so gedacht, dass man von der Plattform aus da drauf springt, oder? So, ich warte wieder aufs dritte. Oder komme ich von der an das Seil? Mit Stabsprung? Nein. Kommen wir nicht. Nun, einen Versuch war das wert. Es muss schon von dieser da sein. Die kommt nah genug an dem Seil vorbei, aber irgendwie macht die das halt sehr doof. Wie wichtig sind diese drei Teile da oben? Das ist eine Münze und das sind dann diese Diamanten. Ist hier wieder die... Ja, da ist eine unsichtbare Wand. Ich bin jetzt gerade drauf zu, ihr habt es gesehen, und er hat kurz vor dem Seil, hat er irgendwie zur Seite weggezogen. In seinem Sprung in der Luft. Da ist eine unsichtbare Wand, da kann ich dann... Nee, da kann ich nicht ändern. An das Seil kommt man nicht ran. Das ist fake, das soll er nur in den Tod locken. Und vielleicht ist es auch ein Bug in diesem Spielchen, weil ich meine, ein Windows 95, 98 Spiel unter Windows 10, das ist schon mal sehr abenteuerlich. Oh Gott, da muss ich ja noch höher. Ist das machbar? Nee, sicher nicht. Da muss ich sicher von der äußersten Kante springen. Naja, wir waren eine Plattform weiter. Das ist doch schon mal als Erfolg zu verbuchen. Ich sehe das schon. Ich werde hier einen ganzen Part nur mit diesen scheiß Plattformen rumfummeln. Naja, was soll's. Aber die ist wirklich viel höher, die andere. Wie soll denn das dann gehen? Wenn die so viel höher ist. Muss er sich dann an der Kante festhalten? Wird das funktionieren? Ja. Gott sei Dank. So. Oh Gott. Jetzt noch den Schlüssel, dann die zwei Kristalle und dann zurück auf die Plattform und da rein. Der Schlüssel! Der Schlüssel, ja. Freudig, mein Junge, freudig. Ach nein, da unten ist was. Aber wir haben das Seil. Wir brauchen vielleicht die Plattform gar nicht unbedingt. Aua. Fallschaden. Fallschaden ist ja gemein. Sag jetzt nicht, hier war ich schon und hier gibt's nichts für mich. Ja, das ist der Eingang. Großartig. Das ist doch mal richtig fies. Das ist der Eingang. Mist. Also ich will nicht wieder über diese dämlichen... Das könnt ihr nicht von mir verlangen. Ach, das ist gar kein Seil, was dann verschwindet. Gut. Nicht nochmal über diese dämlichen Plattformen, wollte ich sagen. Oh, hoffentlich muss ich sowas nie wieder machen. So, jetzt hätte ich gern mal einen Speicherpunkt, wenn es genehm wäre. Hier ist sogar ein Pilz dabei. Na, kann man doch nicht klagen. Ist hier oben drauf was? Nein. Zumindest nicht, dass ich gesehen hätte. Da ist wieder eine Falle. Okay. Und jetzt wieder auf der Seite lang, bitte. Ja, wenn man es einmal weiß, mag es gehen. So, da unten. Ach, jetzt sind wir hier. Gut. Oh, hallo. Fast nicht gesehen. Gut. Und rüber. Jetzt sind wir da, wo ich sagte, ich will da oben hin. Ja. Alles klar. Und hier sind wir jetzt auch oben. Oh, da geht es ja wieder in eine Höhle. Wie gemein ist das jetzt bitte? Ach ja. Ja, na klar. Natürlich. Aber hey, wir haben jetzt hier dieses Seil. Das hängt zwar ein bisschen doof.
ist ja auch kurios, dass auf einmal dann hier diese Seile und so wachsen, ne? Dass man möglichst schnell dann wieder, wenn man failt, nicht alles nochmal machen muss. So. Stabsprung! Oh, Junge. Wärst du mal nicht so schief dran gelandet, hättest du dich an der Kante festhalten können. So. Na, wenigstens reichen die nicht bis ganz rüber, sodass man diesen Fallen ausweichen kann. Oh, Junge. So, nochmal. Oh. Irgendwie als Kind war man da geschickter, kann das sein? So. Haben wir jetzt hier wieder irgendwelche Fallen oder Gegner oder irgendwas? Hier ist noch eine Truhe. Keine Falle. Eine Truhe, eine Truhe. 4 von 5 Heiltränke, da könnte man nochmal entschlucken. 13 von 13 Truhen-Quests. Ja, die letzte erfüllen wir ja dann gleich. 1500 und 1192, also 1200, ja gut, 300 Mutpunkte. Münzen, fast. Ich würde sagen, damit gebe ich mich zufrieden. Verwende ihn. Eine wunderschöne Klinge mit Elbenrunen. Hm, für einen Troll kaum mehr als ein Taschenmesser, aber perfekt für einen Hobbit. Du brauchst einen Namen. Ich weiß, ich gebe dir einen Namen. Ich werde dich Stich nennen. Ja, für einen Troll ein Taschenmesser bzw. ein Brieföffner. Kein richtiges Schwert. Gut, hätten wir das jetzt erledigt. Oh Gott, ich bin glücklich. 4 von 4, 13 von 13. Darauf kommt's an. Hier, wenn wir nicht alles haben, okay. Ist ärgerlich, aber okay. Wie viel haben wir denn jetzt? 1091. Da können wir uns hier ja Steinbeutel-Upgrade. Medizintruhen-Upgrade machen wir dann als nächstes. Was ist das? Wasser der Energie hält Verletzungen und Vergiftungen. Schützt vorübergehend vor Schaden. Weiß ich nicht. Das würde ich nehmen wollen. Kaufen. Das könnten wir auch noch draufsetzen. Machen wir das so. Und hier nehme ich noch eins dazu und dann wird wieder gespart. Weil ich weiß nicht, Vergiftungen. Die reden jetzt so oft von Vergiftungen. Was ist denn das? Ach, Gesundheitsbläschen. Ja. Huch, nicht, dass irgendwann mal Spinnen oder sowas kommen, die uns vergiften können. Ich meine, wir hatten jetzt schon eine kleine Spinne. Ich gehe das Risiko lieber nicht ein. Oder nehmen wir noch einen? Nee, wir nehmen nicht noch einen. Händler verlassen. Bald erreichte die Gemeinschaft Bruchtal, die Heimat der Elben. Elrond erzählte ihnen von einer Geheimtür zur Drachenhöhle, die sich nur durch das Klopfen eines Drossel genannten Vogels öffnen würde. Nach einer Rast im Bruchtal brachen sie auf, um das Nebelgebirge zu überqueren. Böse Dinge und schreckliche Gefahren lauerten dort. Steinriesen und Schlimmeres. Die Steinriesen, wieso darf ich nicht im Ladris sehen? Wieso wird das übersprungen? Feli und Kili suchen nach einem Unterschlupf. Helft ihr Bofur bitte, das Feuer anzuzünden? Ja, wir sammeln Feuerholz. Helft ihr Bofur? Ja. Aber wenn die nach einem Unterschlupf suchen, wieso? Berge wimmeln von Orks. Wo ist Stich? Ja, es leuchtet blau. Ich nehme mal lieber meinen Wanderstab wieder. Diese Berge wimmeln von Orks. Hast du was? Warum helft ihr nicht, Bofur? Lasst mich in Ruhe. Ja, entschuldige mal. Aber wir gucken erstmal wegen 20 Quests, 27 Truhen. Das wird ja mal mehr. Oh, 20 Quests. Sprecht mit Bofur. Hm. Ja, ich lass dich in Ruhe. Wenn wir den einsamen Berg erreichen, benutzen wir meines Großvaters Karte und den Schlüssel, um einen Geheimeingang zu öffnen. Eine Tür, die nicht mal der Drache kennt. Auch genannt Hintereingang.